So, ne? Okay, dann fange ich mal an. Wo eigentlich immer so eher so in Richtung Informatik und sonstige Elektrotechnik oder so die Themen hingehen, dachte ich, ich fahre mal so ein bisschen die biologische Schiene der Naturwissenschaften und erzähle euch heute ein bisschen was über die Kraftwerke der Zelle. Ist also nicht ganz so weit weg von der Technik. Und zwar über die elektrochemische Energieproduktion der Natur. Dazu habe ich das erstmal ein bisschen aufgeteilt, um die Grundlagen so ein bisschen näher zu bringen, die fehlen. Also erstmal die Energiewährungen, die drei wichtigsten. Dann die eigentlichen Kraftwerke in dem Sinne. Die Chloroplasten werden natürlich jetzt, wie viele wahrscheinlich sowieso wissen, eher auf die Pflanzen bezogen sein. Ja, gefolgt dann von den eigentlichen Schritten der Energieproduktion, die Photosynthese allgemein und dann am Ende geht es dann um die ATP-Synthase, die eben ATP produziert, was das wichtigste, die wichtigste Energiewährung in den Zellen ist, die es so gibt. Ja, hier, das wäre ja erstmal ATP. Fancy. Ups. Okay. Sieht relativ unspektakulär aus. Die Energie kommt dahin, dass man diese drei Phosphatgruppen hier nacheinander abspalten kann. Dann wird es zuerst zu ADP und dann zu AMP und heißt Adenosintri-Di- und Monophosphat dann. Das Adenin, das ist der Teil hier, kommt häufig vor, denn daraus besteht zu etwa einem Viertel ungefähr die DNA. Dann das nächste wäre das Flavin-Adenin-Dinukleotid. Das hat einmal wieder das Adenin, auch ein bisschen Phosphat dran und das Flavin. Das kann Elektronen speichern. Und zwar in diesem Übergang hat man hier, sieht man, hier ist ein Wasserstoff und da auch, hier fehlen die. Und die kann man eben dran machen, indem man Elektronen drauf wirft oder sie wegnimmt. Deswegen heißt auch die Form, die eben reduziert ist, also mit Elektronen versehen ist, dann FADH2. Sieht man später nochmal. Dann haben wir noch das Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Hat wieder Adenin und hier oben ja dann das Nikotinamin. Das hat auch wieder so einen Übergangszustand. Entweder ist das hier positiv geladen oder eben neutral. Wenn man eben Elektronen drauf wirft, ist es eben dann nicht mehr neutral. Ja, kommen wir zum wichtigsten Kraftwerk einer normalen Zelle, nämlich das sogenannte Mitochondrium. Besteht aus folgenden Teilen. Wir haben einmal die äußerste Membran, das ist dieser glatte Bereich hier. Ich habe versucht, das irgendwie so ein bisschen zu treffen. Die ist eben glatt, nicht so wie die innere Membran und ist voll mit Transmembranproteinen. Das sind so Tunnelproteine und die sind im Prinzip für alles durchlässig, was es so gibt. Alle Ionen, alle Metabolite, also Zuckerderivate und was es sonst noch so gibt. Das Einzige, was so gut wie nicht durchpasst, sind Proteine. Die werden auch in der Zelle dann eigentlich nicht gebraucht oder in dem Mitochondrium selber nicht gebraucht. Was außen drum ist, ist natürlich das Zytoplasma, also der wässrige Hauptteil einer jeden Zelle. Dann kommt der Intermembranraum. Die Zusammensetzung kann man sich jetzt schon denken, ist im Prinzip genauso wie das Zytoplasma, nur ohne Proteine, weil die rausgefiltert werden. Dann kommt der interessante Teil, nämlich die innere Mitochondrienmembran. Das ist dieses ja, gefaltete Ding, heißt dann Cristae, diese Falten. Und die sind vor allen Dingen zum Raumgewinn gedacht, denn wenn man die natürlich so innen ein bisschen faltet, hat man viel mehr Oberfläche, wo man letztendlich die eigentliche Energieproduktion, nämlich die ATP-Synthese und die Elektronentransportkette ja, einbringen kann. Deswegen besteht dieses Ding auch zu drei Vierteln aus Proteinen. Das sind alles diese Komplexe, die ich gleich noch vorstellen werde. Ja, und dann die Matrix. Das ist der Begriff für das sogenannte Lumen des Mitochondriums. Das ist einfach der Innenraum. Entstanden ist das Mitochondrium durch die Endosymbiontentheorie oder nach der Endosymbiontentheorie, falls das jemandem was sagt. Das war mal ein Bakterium. Weiß man nicht genau, aber es ist ein Bakterium, wurde von der Zelle aufgenommen und einfach nicht irgendwie verdaut oder sonst was, sondern ist da einfach drin rumgeschwommen. Und aufgrund der Selektion, weil es eben Energie für die Zelle bringen konnte, ist es dann einfach da drin geblieben. Wenn sich die Zelle teilt, teilt sich so ein Mitochondrium einfach mit und verteilt sich dann wieder auf die neuen Zellen.
Ja, mehr kann man da auch erstmal nichts drüber sagen. Dann ein weiteres Plastid, ähnlich wie die Mitochondrien, sind die Chloroplasten, die in ja, Pflanzen vorkommen oder auch Algen. Die ähneln sich ziemlich stark. Die ersten Teile sind genau dieselben: äußere Membran, Intermembranraum und die innere Membran. Allerdings sind die nicht besonders, also vor allen Dingen die innere Membran ist nicht so, überhaupt nicht so wichtig wie beim Mitochondrium. Denn die eigentliche Energieproduktion passiert nämlich im Stroma, das wäre sozusagen das Gegenstück zur Matrix beim Mitochondrium. Und da schwimmen diese Stapel von Thylakoiden und Granums rum, in denen finden sich die Photosysteme, die die verschiedenen Wellenlängen des Lichts eben aufnehmen können und in Elektronen umwandeln oder in geladene Elektronen höherer Energie umwandeln können, mit denen dann eben die Energieproduktion funktioniert. Oh, dann geht es schon weiter. Kommen wir jetzt zu den Schritten. Die einzelnen Schritte sind überhaupt nicht wichtig. Die muss man zwar auswendig lernen, wenn man das Zeug studiert, aber man vergisst sie im Prinzip 2 Wochen später wieder. Die Glykolyse ist der erste Teil der Energieproduktion im Allgemeinen und fängt mit Glukose an. Glukose, ich meine, es ist entweder direkt der Zucker oder es ist runtergebrochen von komplexeren Zuckern. Wo das herkommt, ist dann erstmal egal. Das Wichtige ist, dass in diesem ganzen Weg aus einem Molekül Glucose, was aus 6 Kohlenstoffen besteht, deswegen C6-Körper ist, 2 Pyruvat entstehen. Das ist dann eben halb so viel. Und mit jedem Pyruvat geht es dann eben in den nächsten Schritt. Das ist die oxidative Decarboxylierung, die im Prinzip nur über einen Kofaktor Acetyl aus Pyruvat mit CoA, ist eben dieser Kofaktor, Acetyl-CoA erzeugt. Und damit kann man in ein relativ bekanntes, ebenfalls relativ bekanntes Konstrukt eintreten, nämlich den Citratzyklus. Der fängt eben mit diesem Acetyl-CoA an, kriegt das Endprodukt dieses Zykluses noch dazu, bewegt sich einmal drumherum, dabei entstehen diverse ja, Reduktionsäquivalente, wie zum Beispiel NADH oder NAD plus besser. Und wie gesagt, das Endprodukt reagiert dann mit einem neuen Acetyl-CoA und fängt wieder von vorne an. Die anderen Sachen, die hier noch so entstehen, GTP zum Beispiel, die können in diversen anderen Schritten einfach auch in ATP, also die Endenergiewährung, umgewandelt werden. Also dieser Zyklus ist sozusagen ein Katalysator oder wie kann man sich das vorstellen? Also im Prinzip ist jeder dieser Schritte von einem Enzym vermittelt, bei dem zum Beispiel jetzt aus dem Oxalacetat und dem Acetyl-CoA, eben über die, ich glaube, Citrat-Synthase dürfte das sein, eben Citrat gebildet wird. Aus Citrat, dann von dem nächsten Enzym, das ist dann, glaube ich, die Citrat-Mutagenase oder irgendwie so ein Zeug, wird dann Isocitrat und so weiter. Und am Ende, also dabei fliegen dann ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel CO2, was dann letztendlich auch ausgeatmet wird vom Menschen oder von der Zelle allgemein. Ja, im Prinzip dient dieses ganze Ding nur dazu, diese Reduktionsäquivalente zu bilden. Es wird, also am Anfang konnte man eben in der hier sehen, dass hier werden 2 ATP verbraucht, aber insgesamt werden hier 4 gebildet. Das heißt, man hat 2 ATP, aber 2 ATP sind eigentlich nichts, wie wir gleich sehen werden. Denn mit Hilfe dieser elektronenhaltigen Reduktionsäquivalente kann man in den nächsten Schritt gehen. Und das ist dann die Elektronentransportkette. Wir haben eben gesehen, die Matrix des Mitochondriums wäre dieser Teil. Da finden diese anderen Schritte statt. Ein paar finden auch außerhalb vom Mitochondrium statt. Aber dann kommt man eben hier an diese innere Membran, in denen diese 3 Komplexe sich befinden, die ich jetzt mal genauer erkläre. Beziehungsweise nicht besonders genau. Dieser erste Komplex ist die NADH-Dehydrogenase, die macht im Prinzip nichts anderes als das NADH, was man vorher schön energiehaltig gebastelt hat. Dem zieht man die Elektronen ab und überträgt die auf andere Proteine in dieser Transportkette, in dem Fall das Ubiquinon, um damit weiterzumachen. Die lassen sich dann einfach besser über diese Zwischenstufen übertragen. Dasselbe macht auch dieser zweite Komplex, der nimmt jetzt dieses von Succinat, das war auch irgendwo im Citratzyklus gebildet. Aber auf jeden Fall ist der erste Schritt, diese beiden Komplexe, die holen sich erstmal die Elektronen wieder.
Im zweiten Schritt sozusagen wird dann im Komplex 3 das Zytochrom, das ist ein ziemlich bedeutender Elektronenspeicher, reduziert, indem die Elektronen auf, auf dieses Zytochrom übertragen werden. Und dann kommt im Prinzip der letzte Schritt, das Zytochrom verliert diese Elektronen wieder. Und da die in dem Fall dann sehr hohe Energie besitzen, kann Sauerstoff zu ja, Wasser und 4 Protonen reduziert werden. Und das ist nämlich genau das, wofür Menschen zum Beispiel atmen müssen. Das ist der einzige Grund. Man muss sozusagen den Sauerstoff, den man einatmet, sozusagen der Mülleimer für die Elektronen, die müssen irgendwo hin und letztendlich braucht man nur diese Protonen. Und sozusagen auf den Sauerstoff überträgt man dann nur die Protonen, die man irgendwie nicht verwenden kann. Und ja, Wasser ist halt da, ne? Braucht man halt dann nicht unbedingt. Hier habe ich das nochmal schematisch gemacht. Also aus diesen beiden Teilen werden aus den ganzen Stücken hier die Elektronen rausgezogen. Die ganzen Protonen, die da dranhängen, fliegen alle aus der Membran raus und bauen genauso wie die späteren Schritte einen Protonengradient auf, zu dem wir später noch kommen. Das heißt, man hat im Prinzip außerhalb der Zelle eine sehr oder außerhalb der inneren Membran eine sehr hohe Konzentration von diesen positiv geladenen Protonen. Das hat einmal den Vorteil, dass man einen Ladungsgradienten aufbaut, also außen ziemlich positiv, innen ziemlich negativ und natürlich einen Konzentrationsgradient. Draußen ganz viele Protonen, innen gar keine. Und dieser Gradient oder diese beiden Gradienten werden dann letztendlich jetzt erkläre ich gleich, wofür die benutzt werden, aber auf jeden Fall ist dann das der letzte Schritt. Kurz auf die Photosynthese eingegangen, die hat auch diese in diesen Thylakoidenmembranen hat die auch solche Elektronen Komplexe mit den Photosystemen, auf die ich jetzt allerdings nicht genau eingehe. Die sehen aus wie im Prinzip nicht da jetzt, aber die sehen aus wie Antennen. Also da stehen hier so lange Stapel ab, die von oben nach unten immer, also die fangen ganz oben mit kurzen Wellenlängen an. Wenn die da drauf treffen, verlieren die halt Energie und emittieren längere Wellenlängen und nach unten durch werden dann sozusagen alle Wellenlängen des Lichts ja, abgeerntet sozusagen, sodass man eben genug Elektronen kriegt. Und mit den ganzen Elektronen wird auch gleichzeitig wieder die Protonen nach außen verschoben und man hat genau wieder denselben Gradienten wie auch bei der normalen Elektronentransportkette. Und ja, dann kommen wir zum letzten Teil. Das ist der Grund, weswegen auch ich mich für diesen Vortrag entschieden habe. Das Ganze sieht nämlich ähnlich aus wie einer von diesen Motoren, die Doom präsentiert hat. Und in dem Funk, der ist vom Prinzip auch relativ ähnlich. Man hat also, das ist diese ATP-Synthase. Der obere Teil wird eben von diesen in der Membran verankerten anderen Untereinheiten festgemacht. Und im Inneren ist so eine, ja, so eine Achse, kann man sagen. Das wäre dieses Dreieck hier. Und das rotiert dadurch, dass die Protonen, die ja außerhalb jetzt ziemlich viel sind, da durchfließen können und das Ganze wie ein Schaufelrad einfach antreiben. Und diese rotierende Achse sorgt eben dafür, dass sich in was sieht aus wie so ein Pilzhut, die Konformation so ändert. Man kann sich jetzt einfach mal auf einen Teil hier konzentrieren. Erst können zwei Teile, also einmal ADP, das wäre sozusagen die eine Stufe geringer energiegeladene Variante von ATP, plus ein Phosphatrest da rein ja, strömen. Und sobald die Konformation dann so geändert wird, dass hier der Raum enger wird, werden die Dinge einfach sozusagen wie per Kraftschub zusammengedrückt und bilden eben die energiereiche Währung ATP. Und die ist dann auch erstmal stabil und wird dann, sobald dieser Druck von der Achse wieder weg ist, einfach rausgelassen. Und das passiert eben in allen drei Kompartimenten gleichzeitig und natürlich immer um einen Schritt verschoben. Und ja, das war's auch schon.